an dem Ort, an dem die Jahreszeiten entstanden sind. Das ist richtig. Mhm. Das magische Wesen, das sie erschaffen hat, ist geflohen und ich brauche eure Hilfe, um ihn zu finden. Wenn nicht, wird es ein Klimakaos geben. Mhm. Ihr müsst einfach durch den Baum der Jahreszeiten gehen. Er ist dorthin geflohen. Keine Sorge, Lehrerin. Wir werden ihn zurückholen. Tut mir leid, Misifu. Es ist so schrecklich heiß hier. Ja, lass uns schnell diese Karte finden und dann aus der Sonne verschwinden. Wasser. Ich will Wasser. Sieh mal, Misifu. Ja, Wasser. Sieh mal, Tati. Was für ein schöner Skorpion. Er ist super süß. Lauf, Misifu. Tati, er hat die Karte. Du musst ihn ablenken und ich übernehme die Karte. Aha. Und was mache ich jetzt, um ihn abzulenken? Ich weiß. Yay! Ich hab die. Danke. Spuck sofort meinen Freund aus. Nein, nein. Dann hole ich ihn eben raus. Ein Wecker? Tick-tack, tick-tack. Oh, wow, vielen Dank. Die habe ich schon gesucht. Misifu. Schau mal, Tati, was ich gefunden habe. Wo sind wir denn jetzt? Es ist Winter. Tati, nimm deinen Zauberstab raus. Ich friere. Auf geht's in den Herbst. Was ist denn hier los? Das sieht aber nicht aus wie der Herbst. Tati, das Wasser ist zu kalt. Sieh mal, Misifu, da ist das magische Wesen der Jahreszeiten. Und er hat die letzte Karte. Die Karte vom Herbst. Schnappt wir in uns. Ich bin erschöpft. Es ist unmöglich, ihn zu fangen. Ich habe eine Idee. Nichts ist unmöglich. Warum lachst du denn jetzt? Na, weil ich eine tolle Zeit mit euch hatte. Juhu! Wow! Aber es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ihr
Ihr habt es geschafft. Vielen Dank, dass ihr ihn zurückgebracht habt. Abonnieren nicht vergessen! Lauf, Missy Fu, lauf, sonst werden sie uns erwischen. Ich schaff Missy. Hilfe! Lauf, Missy Fu, lauf! Sieh mal, da ist der geheime Eingang zum Haus von Harmonie. Gott sei Dank! Spring, Missy Fu! Oh, es ist zu dunkel hier drin. Nur noch ein Stück, dann sind wir in Sicherheit. Da sind wir endlich. Das ist so interessant. Hallo, Harmonie. Hallo. Hallo, Leute. Warum kommt ihr durch die Nottür? Puh, lange Geschichte. Aber sieh lieber aus dem Fenster, dann wirst du es merken. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur etwas Gemüse in unserem Garten anpflanzen. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Oh, oh. Es tut mir so leid, Leute. Es ist meine Schuld. Wie bitte? 2 Tage zuvor. La, 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 la. Missy Fu, könntest du mir bitte eine Gießkanne voller Wasser holen? Natürlich, Tati. Hier gibt es keine Gießkanne. Ah, ich werde einfach den Schlauch bringen. La 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 la. Oh nein! Miau! Hilfe, Tati! Missy Fu! Die Straße, der Schlauch soll sich beruhigen. Es tut mir leid, Tati. Ist schon gut. Lass uns nach Hause gehen und uns abtrocknen. Heute Abend essen wir dann einen leckeren Salat. Juppi! Wie schade. Er ist ja überhaupt nicht gewachsen. Arme Tati. Was habe ich gemacht? Schau, Tati, ich habe eine neue Erfindung. Tati, ist alles in Ordnung? Ich bin ein bisschen traurig. Was ist passiert? Vor ein paar Tagen habe ich mit großer Begeisterung Gemüse gepflanzt. Aber es ist überhaupt nicht gewachsen. Keine Sorge, Tati. Du wirst sehen, wie schnell sie wachsen. Hallo, Lili. Hallo, Missy Fu. Wo ist meine kleine Schwester? Warum ist sie nicht gekommen? Sie ist ein bisschen traurig, weil im Garten nichts wächst. Und sie ist deshalb einfach nicht gekommen. Oh, arme Tati, wir sollten ihr helfen. Ja, das wäre eine gute Idee. Oh. Arme Tati. Als ihr großer Fan muss ich etwas tun, um ihr zu helfen. Mal sehen, mal sehen. Ein Zaubertrank, der die Pflanzen schnell wachsen lässt. Wirklich schnell. Und groß. Wirklich groß. Da ist er. Daddy, ich bin hier. Der große Zauberer eilt zur Rettung. Schade, dass weder die Tomaten, noch die Gurken, noch die Karotten gewachsen sind. Hab Geduld, Tati. Du wirst sehen, dass sie bald wachsen werden. Das hoffe ich sehr. Also gut, Zeit meiner kleinen Schwester zu helfen. Druski, Patruski, etwas Gemüse und eine Pflanze werden wachsen. Und sie werden lustig sein. Ja, und gesprächig, was noch lustiger ist. Ich bin mir sicher, dass Tati sehr glücklich sein wird. Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist an der Zeit, einem Freund zu helfen. Wow, ein paar von ihnen sind schon gewachsen. Wenn ich meine Erfindung einsetze, werden sie noch viel größer und super gesund sein. Also gut, Zeit nach Hause zu gehen.
Sisifu, du hattest recht, die Pflanzen sind so gewachsen. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen Gemüse zum Frühstück pflücken? Ich finde, das ist eine tolle Idee. Los geht's. Juppi! Wow, das sind aber große Tomaten. Lass mich bitte los. Tati, können Tomaten sprechen? Schande über euch, versteckt euch. Lalalala. Und können Gurken singen? Bitte esst uns nicht, wir sind nicht essbar. Außerdem sind wir orange und sehr hübsch. Und es geht uns sehr gut hier. Es ist ein sehr angenehmes Land und wir mögen es sehr. Und redselige Möhren? Was ist das? Tati, komm, beeil dich. Was ist los, Missy Poo? Sieh dir all dieses Gemüse an. Du kannst uns nicht besiegen. Wir sind super stark und gesund. Ich hab solche Angst. Stell dir vor, sie wollen uns fressen. Wir sind doch so schön. Keine Sorge, die Pflanze wird uns beschützen. Aber was geht denn hier vor sich? Missy, fleischfressende Pflanze. Hilfe! Lauf, Missy Poo, lauf! Hilfe! Hilfe! Wow, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass meine Erfindung so mächtig ist. Es tut mir so leid. Anscheinend ist sie es aber. Aber warum können sie sprechen und singen? Und wieso gibt es eine fleischfressende Pflanze? Leid, Leute, das war ich. Ich dachte, so wärst du fröhlicher. Es ist auch meine Schuld. Ich wollte Tati helfen und habe deshalb einen Zaubertrank benutzt. Es tut mir wirklich leid, aber da ich dein größter Fan bin, wollte ich nicht, dass du traurig bist. Was sollen wir jetzt unternehmen? Sie sind hinter uns her. Tati, benutzt deinen Zauberstab. Ich kann nicht. Ich habe ihn zu Hause vergessen. Keine Sorge, Leute, ich benutze meinen. Nein, nein, Lilly, das machst du besser nicht. Beruhig dich. Truski, Patruski, lass die Pflanzen verschwinden. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Sie sind verschwunden. Was für ein Zauberer ich doch bin. Oh Mist, Hilfe! Ich hab dich, Schwesterchen. Ruhig, Leute, ich habe es ausgeschaltet. Sie können nicht reinkommen. Was sollen wir jetzt tun? Was, wenn wir sie mit dem Zauberstaubsauger absaugen? Das wird nicht funktionieren. Außerdem tun sie mir leid. Warum? Weil sie reden und Gefühle haben. Sie sind wie wir, auch wenn wir äußerlich anders sind. Sind wir gleich. Ja, das stimmt. Leute, ich habe eine Idee. Warum bringen wir sie nicht in meine Welt? Hier gibt es eine Menge singendes, sprechendes Gemüse. Sie werden sich sofort wie zu Hause fühlen. Oh, das wäre toll. Und du nimmst auch die fleischfressende Pflanze mit. Oh nein, nein, die bleibt bei euch. Bitte, großer Zauberer. Okay, sie wird mein Haustier sein. Super, dann erzählen wir ihnen mal die Neuigkeiten. Entspannt euch, kleine Freunde. Wir kommen in Frieden. Der große Zauberer nimmt euch mit in seine Welt. Dort leben schon singende und sprechende Gemüsesorten. Und was ist mit mir? All dieses Gemüse und auch die fleischfressende Pflanze, sie werden klein, klitzeklein werden. Zanzi, zan, und auf geht's in die magische Welt. Was für ein schöner Ort zum Leben. Nicht vergessen zu teilen. Pin-Pin, das kleine Kaninchen, hatte keine Angst vor dem kleinen Dinosaurier, der ihn fressen wollte. Im Gegenteil, er war neugierig und wollte wissen, wie der Dinosaurier hierher gekommen war. Hey Dinosaurier, kann ich dir eine Frage stellen? Fragte der Hase. Der Dinosaurier schaute ihn seltsam an, als er schließlich nickte.
Wie bist du hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, antwortete er und dachte nach. Na. Daddy, wie wäre es, wenn wir zum Pool gehen? Daddy! Missy Fu, was ist los? Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Nein, danke, Missy Fu. Ich lese lieber weiter in diesem Buch. Das ist super interessant. Worum geht es darin? Es handelt von einem Dinosaurier, der in der Zeit zurückreist und einen Hasen trifft, der ihm helfen will. Ich kann nicht verstehen, warum du so gerne liest, Tati. Weil es Spaß macht, Missy Fu. Jetzt bin ich super gespannt, was passieren wird. Kann der Dinosaurier nach Hause gehen? Wird er das arme Kaninchen fressen? Oder werden sie Freunde? Ich weiß es nicht, Tati. Ich weiß es nicht. Missy Fu, weißt du, was ein Buch ist? Natürlich weiß ich das. Ein Buch besteht aus vielen Seiten, auf denen viele Wörter geschrieben stehen. Nein, Missy Fu. Ein Buch ist ein Schatz. Oh, ein Schatz? Mhm. Ja, mein Lieber. Ein Buch kann dich zum Lachen bringen, dich zum Weinen bringen oder dich zum Verlieben bringen. Ein Buch kann dich zum Träumen bringen. Es lässt dich tausende von Abenteuern erleben, Missy Fu. Bücher sind magisch. Du solltest welche lesen, so würdest du es verstehen. Aber welches Buch würde mir wohl gefallen? Es gibt viele verschiedene Stile, aber ich weiß. Wow, Tati, so viele Bücher. Hast du sie alle gelesen? Ja, und ich habe sie geliebt. Schau dir dieses an. Es ist lustig. Darin findest du eine Menge lustiger Geschichten oder Witze. Es ist lustig. Welche anderen Buchstile gibt es? Über die Liebe. Das interessiert mich nicht. Gibt es auch Mystery-Bücher? Ja, natürlich. Abenteuer, bei denen du nicht weißt, was passieren wird. Wo ein Detektiv von Gefahren und Rätseln umgeben ist, die er lösen muss. Ich glaube, das Buch wird mir gefallen. Ja, Missy Fu, da bin ich mir wirklich sicher. Außerdem bin ich sehr gut im Lösen von Rätseln. Wie seltsam. Wo ist die Sonne hin? Ich habe Angst. Ich auch, Missy Fu. Lilly? Es gibt auch noch die Horrorbücher. Ich lese diese Bücher besser nicht. Wenn ich das tue, werde ich nachts nicht schlafen können. Hallo Leute! Danke, Tati, dass du mir das Buch von Leonardo da Vinci gegeben hast. Ich habe es geliebt. Da Vin wer? Ist er ein Abenteurer? Leonardo da Vinci war ein italienischer Maler, Bildhauer und Erfinder, der viele wichtige Werke wie die Mona Lisa geschaffen hat. Es ist eine Biografie, in der du über das Leben verschiedener Menschen lesen kannst. Zum Beispiel Salvador Dali. Ein Maler mit Schnurrbart, der einige sehr merkwürdige Bilder gemalt hat. Oh, wie interessant. Nicht wahr? Lesen macht super viel Spaß. Ich werde ab heute mit dem Lesen anfangen. Was für eine tolle Idee. Wir sehen uns morgen. Bis morgen, Missy Fu. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Missy Fu, Zeit fürs Bett. Lass mich noch ein bisschen lesen, bitte. Liken und abonnieren.